Hallo Leute, heute gibt's mal wieder ein bisschen was zu sagen über meinen Kanal. Und zwar habe ich ein kleines Problem. Ich war leider so schlau und habe mal mitten in der Nacht an Videos rumgearbeitet und mir gedacht, räumst mal die Festplatte auf, schmeißt mal die ganzen Videos, die du nicht mehr brauchst. Guck in mein Projekt bei Vegas und denke mir, bin ja beim 30.10., kann ich alles vorher runterschmeißen und lösche die Videos. Ja, und das war eine doofe Idee, weil das war ein anderes Projekt vom 30.10., was nicht mit Borderlands zu tun hat, und deswegen ist jetzt von Borderlands ungefähr 2 Stunden Material weg. Hab es versucht zu recovern direkt danach, und trotzdem, warum auch immer, hat Windows schon drüber geschrieben und ich habe, glaube ich, 2 Videos wiederbekommen. 8 GB, was jetzt nicht so viel ist und was damit ein bisschen doof ist. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, damit hat das Let's Play eine kleine Lücke, aber ansonsten werde ich es hoffentlich hinkriegen, das vollständig hochzuladen. Ja, und was noch dazu kommt, ich war das Wochenende nicht da, habe viel zu tun und ich weiß nicht, wann der nächste Teil kommt. Das ist eigentlich alles schon. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Und ich zock halt einfach nur, wann ich Bock habe, deswegen bin ich momentan nicht so, ja, hab ich da drauf, da unbedingt Borderlands weiter zu zocken, weil, wie gesagt, viel zu tun und so, und dann Kumpels auch nicht immer Zeit haben und wer zu dritt spielen und dann hat der mal keine Zeit und der mal keine Zeit und dann zieht sich das bisschen. Ich habe zwar noch Material, aber ich muss mal sehen, wann ich das rendere und hochlade. Also, bis bald. Macht er bei einer Königin? 12.000, aua. Das leckt schon. Nee, ich hab dich gerade weggeschoben. Ja, aber erst ungefähr eine Sekunde später bin ich wirklich weggerutscht. Die Viecher auch immer wieder kommen müssen. Bundesfarbenfrohes Auswahl. Ja. Alba. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen gehabt. Oh. Nö, ich hab nichts dagegen, dass du einen knallharten rausholst. Jetzt. Ehrlich, dieses Mistvieh. Los, holt euch das Ding endlich. Würde ich ja gerne. Wenn nicht. Ja, Sniper mit bisschen Lag ist scheiße. Das ist quasi unmöglich. Fick das Vieh. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, also. Jetzt ja. Ja, ich weiß. Bei mir ist es wahrscheinlich schlimmer, deswegen können wir das gerade nicht anders machen. Wo kamen die Königin auf einmal her? Die waren ja hier noch nie. Aus dem Boden kommen die zufällig. Ja, wie gesagt, die waren hier noch nie. Es wäre nur 27 Schild für irgendjemand attraktiv. Nein. Du hast im Moment das schwächste Schild. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her habe. Das ist einfach viel zu lange her. Wieso hat er das schwächste Schild? Mit 300 irgendwas? Würde 400? 326. Ich glaube 432. Ja, stimmt, du hast mir das 400 Schild gegeben. Ich könnte mich auch wieder dran erinnern. Ich habe das beste Schild und sagt ihr da? Bereit? Ja. Ich? Ich habe gerade eine weiße Sniper gefunden, die ungefähr 70 Schaden mehr macht als meine grüne. Was? Okay. Ach, und die noch 2% genauer ist. Deswegen meinte ich ja Benny vorhin, es ist schwierig, so violettes Zeug zu behalten, wenn anderes Zeug besser ist. Ja, aber eigentlich sollte das violette Zeug halt eigentlich deutlich besser sein auf Sollte. dem passenden Level. Ey, ich erinnere bis letztens an die Shotgun mit null Zielgenauigkeit. Ja, das war eine Questwaffe, die droppt da immer. Die hat nichts damit Ja, zu tun. aber trotzdem war die violett. Ja, einfach nur, weil es sie nur ein einziges Mal gibt. So, ich wollte jetzt mal schnell was gucken. Wenn sie noch gut gewesen wäre, wäre sie Gold gewesen. Also, 70 mal 12 und die andere war 40 mal noch was. Also ich habe eine Combat Rifle bekommen, gerade eine grüne. Ich habe eine Steel Machine Gun bekommen. 77 Schaden. Ja, Combat Rifle. Ist übrigens sogar eine blaue Sniper, was ich da noch hatte. Aber vielleicht muss ich mal Level 22 und Level 22. Sind beide Level auf dem gleichen Level und die blaue ist nicht wirklich besser als die weiße. Herrlich. Ja, kann ich was Wie viel Schaden macht die Combat Rifle, die ihr gefunden habt? 77 bei mir. Felix? Warte. Combat Rifle? Ja, Eine die Steel Steel. Machine Gun. Ja, das ist eine Combat Rifle. Steel Machine Okay, Gun. 77 Schaden.
67, Zielgenauigkeit 5, 7 Feuerrate. Ja, genau, die hab ich auch. War die gleiche. Minus 3% Feuerrate. Nee. Ich habe einen Rusty Sniper für 134 Schaden gefunden und. Könnt ihr hier was verkaufen? Eine Shotgun, die für mich nicht sehr toll ist. Was macht deine Shotgun im Moment? Meine, also ich habe zwei Shotguns, ne? Mhm. Habe ich immer 79x12 und immer 43x9 mit hier Säureschaden mal 9. Gut. Also sehr gutes Zeug. Jacks anderes Auge haben wir jetzt noch. Töte One-Eyed Jack und bring sein Auge als Beweis. Level 23. Ich bin gleich Level 27. Wo ist das? Ach, Rust Commons West. Wer hätte es gedacht? Dass wir die scheiß Quest-Reihe übersehen haben, ey. Ja. Dreck. Aber, ach, du machst eh wieder. Ja, genau, schnellerweise. Da drüben ist auch noch ein. Chip. Waffenverkaufsstand gewesen, wo ja. Ich Pfeile drauf zeigen. Die sind aber in Baden, glaube ich, das gleiche drin. Da gibt es keine Unterschiede. Aber nee. Nee, da konnte man auch nie rein. Also man konnte nichts kaufen. Ja. Doch, du kannst in Baden Waffenverkaufsständen kaufen. Also bei dem da nicht. Also ich habe zwei gesehen, an denen ich kaufen konnte. Ruckel, 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 ruckel. Ruckel, ruckel und fertig geruckelt. Ruckelt vielleicht. Das ruckelt ja. Vielleicht immer, wenn ich lade. Nee, bei mir, ich dachte, wenn ich lade, ruckelt. Also wenn ich noch die Sachen nachlade. Wie weit müssen wir? Okay, diesmal lohnt sich das Auto. Knutschen. Wir knutschen. Ups. Oh Mann, können wir nie einmal ein vernünftig losfahren? Ich wollte doch dahin. Warte mal, nein. Hä, dahin müssen wir doch, oder? Hä? Jetzt hast du es auch noch geschafft. Synchron einsteigen hier. Ja, was denn jetzt? Oh. Kannst du mal auch bitte aufhören? Was war denn das? Spasti. Was war denn das gerade bisher? Ich bin bloß hinten an euch dran gefahren und auf einmal haben wir uns also geschlagen. Also wieder dahin, wo wir vor uns schon waren, wo wir die ersten Waffencontainer zerstört haben. Gerade mal das Feuer auf mich gelenkt, ne? So nett wie ich bin. Das ist immer der, der als nächstes also dran ist. Also halb rechts, Benny, halb rechts. Da den Berg hoch. Was war das, Benny? Immer der, der am nächsten dran ist, kriegt das Feuer ab. Nee, ihr wart ja gerade die ganze Zeit anvisiert und dann bin ich einfach in den Wieso Strahl ihr? Rein. Der Guppi sitzt bei dir drin. So? Was? Soll ich vielleicht einfach mal... Du bist One-Eye-Jack. Klappt. Du bist gerade über Jack drüber. Doof, ja. Kunde. Der macht das doch verdammt einfach. Oh, lila Revolver mit 91 Schaden. So eine Rotze. Der ist ja nicht mehr für Level 23 gut. Der einfach über Jack drüber. Das war doch Felix' Idee, aber da drüber fahren kann und ich hab's probiert. Klappt. Ja, ne, weil Marco stand da völlig allein, wir beten im Auto. Dafür ist mein Auto halt so gut wie tot gewesen. Ich hatte noch 90 Schild im Auto. Also, New Haven, was sonst? Dachte vor uns, ich fliege euch über euch drüber, dabei bin ich bloß übelst in die Luft hochgeflogen. Chip, 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 chip. Wow, ich muss hier lang. Wow. Schweine. Ich fahr doch schon vorne weg, da kannst du einfach nur hinterher fahren. Könnte ich, ne? Könnte ich. Boost. Boost für alle. Ein XP noch gekriegt. Hm. Yeah. Pfah! Echt unmöglich seid ihr. Es war mir so klar, dass ich mir jetzt hinten reinfahren will. Das war einfach. Da hat er voll reingejabbert. Das war einfach nur abzusehen. Sei froh, wir waren jetzt eh gleich neu aufgestellt, von daher. Ja. Ich bin wieder erstmal komisch seitlich gefahren. Moment, wir müssen doch hier lang. Scheiße, Rückwärtsgang mit Boost. Kacke. Geht das überhaupt Rückwärtsgang mit Boost? Ja, geht. Wenn auch schwer, es geht. Was passiert denn da? Ich bin ein Überlebenskünstler, ich bin ein Überlebenskünstler, schön, dass wir noch XP kriegen. Wenn du hier nicht findest, was du suchst,
Ach, Moment mal, wir sind doch bei Helena Pierce gewesen. Ach, verdammt. Man soll doch in die richtigen Stellen laufen. Tü. Hier. Ja, kann ich was für dich tun? Nächstes Level. Ein Sniper mit 98 Schaden. Habe ich auch bekommen, grün, wachsames Auge. Das scheint mir. The Sentinel heißt das bei mir. Ja, hat aber irgendwie. Ja, Fähigkeit steht ein wachsames Auge drin. Ich würde es verkaufen. Was habt ihr gekriegt? Ja. Ach, ein wachsames Auge. Ja, Feuerrate 7,7, das ist halt das Coole. Moment mal, das ist gar kein Sniper, das ist eher Combat Rifle, ja. Ne? Ja. Man kann sagen, Sniper. Oh, ey, ehrlich! Müsste sein. Aber ich weiß auch nicht, was ich. Der Magic ist doch auch scheiße. Trotzdem können 91 Schaden. Der ist doch bloß 1700 wert, fällt mir gerade so auf. Ach, ehrlich, dass wir nur so einen Krütze kriegen. Ich hab gerade 101 Dollar gekriegt für ein paar Mal Zeug überfahren. Middle of Nowhere. Common East oder Chrome's Canyon? Middle of Nowhere. Rust Commons East müsste es sein. Jo. Müssen wir jetzt schon hin teleporten können, hab ich ja vorhin aktiviert. Wo ist es? Middle of Nowhere. Danke. Bist du raus? Musste noch schnell sein. Ich müsste noch schnell die Waffen verkaufen. Deswegen frage ich, bist du raus aus dem Menü? Warte. Jetzt. Synchron. Ich habe gehört, wie ich gerade beraten habe. Wohin, und ich dachte mir so, schnell den Shop finden. Gibt ja jetzt auch keinen Shop an der nächsten Stelle, wo wir jetzt rauskommen. Da gibt's ja überhaupt keinen. Nee. Aber ich bin ja gerade, weil wo ihr noch was anderes mit den Quests gemacht habt, habe ich ja noch ein paar Leute überfahren. Ja, und wir haben die Quests abgegeben. Wieder Muni Upgrade. Mr. Johns gefunden. Was, lila Muni Upgrade? Warum denn das? Keine Ahnung. 25er SMG mit dreifachem Elementarschaden. Ein Sniper mit 240 Schaden und vierfacher Säure? Nicht schlecht. So, Zorn. Hab ich nie. Die S&S. Ja, was ist S&S? Ich kaufe mir jetzt einfach mal alle Munitionserweiterungen, nur damit ich von allen Munition habe. Wenn ihr gerade noch einkauft, kann ich nochmal schnell aufs Klo gehen, oder? Mhm. Mach schnell. Ich überlege, ob ich mir das SMG hier kaufe. Du bist zielgenau, aber schießt ihn bis langsam. Also. 6,9 geht doch noch. Der hat aber auch einen vierfachen Waffenzoom, das Ding, ne? Er ist übelst zielgenau auch. Also ist eigentlich fast wie ein Sniper. Ja, also die Kombination ist schon cool, Waffenzoom und Genauigkeit. Ich weiß nicht, ob der Schaden, wenn du den mal gut findest, würde ich ihn schon nehmen. Zumal er noch Feuerschaden macht. Mein aktuelles macht 64. Ja, also okay. 13 mehr. Ja, das würde ich schon sagen, das gleicht der Feuerschaden aber eigentlich aus. Wenn du nicht gerade jemand hast, der feuerresistent ist. Wie kostet das? 187.000? Nee. Hast du so viel eigentlich? Ich hab's jetzt nämlich nicht mehr, weil ich gerade meine ganzen Waffen... Doch, ich hätte so viel sogar. Aber 107... What the fuck? Wie viel? 187.000. Ich hab 195.000. Also ich hatte gerade über 250.000 und hab gerade, glaube ich, nochmal irgendwie 60.000 ausgegeben. So toll ist die Waffe doch gar nicht. Nee, ist sie auch nicht, deswegen kauf ich da auch nie. Habt ihr eigentlich kommendes Wochenende Zeit? Bei mir ist meine Freundin. Ich habe eine Classmod bekommen. Was, du bist bei deiner Freundin? Ne, meine Freundin ist hier. Ach so. Ja, sonst hätte man da ein Party bei meinen Eltern machen können. Nee. Luftschlagskill, schnell Angriff, Blutrum, sie Bonus für beide Objekte. Okay. Das ist geil, Sprengmeister, den Feind töten, erhöht die Feuerrate für alle Waffen und er bewirkt eine Regeneration der Raketen.
Da kannst du mit einer Raketenwaffe viele Leute klatschen. Ja. Oh, hier gibt's gerade ein neues Sniper, 390 Schaden. Aber auch bloß 91% Genauigkeit, das ist übelst scheiße, dann verzieht die total. Feuerradio-Glasmod. Nehme ich den. Und geil, hier sind Feuerdingens drin. Na ja gut, er hat weniger Mal Feuerzahl, aber trotzdem ist der von der Schadenshöhe besser. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Team-regeneriert Munition, aber dafür sind meine anderen Skills ein bisschen. Ja. Ist doch gut. Also damit habe ich jetzt schon 4 lilane Sachen in meinem Inventar. Aber ich habe kein besseres Schild besetzt. Ihr habt alle 400, ich habe bloß 300. Deswegen bin ich immer so schnell down. Down? Das ist Down-Syndrom. Ja. Nachdem wir eine Ewigkeit gewartet haben, machen wir das nächste Fragment oder wollten wir nicht eigentlich nicht mehr Middle of Nowhere machen? Ja. Top. Schieb ich mal an. Oh, ich komm so runter. Wenn ich... War zu schwer, definitiv. Ja, eben. Ich konnte nicht los. Wenn geht leichter. Links rum. Ich warte ja noch auf Felix, dass er mitkommt. Nicht, dass wir dann wieder wegfahren und er den Weg nicht findet. Auf die gerade. Und dann müssen wir rechts hinter. Auf der Gro irgendwie. Und es ruckelt definitiv. Also es laggt definitiv. Weil ich bin gerade wieder ein paar Mal zurückgerutscht beim... Wir müssen... Das ist nicht rechts hinten, Benny, du fährst falsch. Das war irgendwie schneller rückwärts als vorwärts. Hier sind wir, glaube ich, schon eher richtig. Darum, genau. Ach ja, die Stelle. Wir müssen hier diese grünen Haufen durchwühlen. Nach Quest-Items und die Gegner töten. Wie dem da zum Beispiel. Oh, fliegende. Ja. Ich hab schon 2 gefunden. Schön. Der soll knallhart gewesen sein. Ja. Wow, hier ist noch ein knallharter Feuer. What? Wo? Nimm er da. Derben verdammt schnell. Ja, vor allem wenn ich meine Pistole halt raushole. Die dann auch noch oben. Bei den Genitos schlagen schneller kaputt. Aber wir kriegen trotzdem noch ordentlich XP dafür, aber irre ich mich da. Durch Schlagen gehen die trotzdem schneller kaputt als durch irgendwas anderes. Mann, du scheiß Gifting, ey. Guck mal, da ist noch ein knallharter. Der vergräbt sich. Schweinerei. Da ist ein grüner, da ist ein Gift, aber irgendwo hier war noch ein knallharter Schock eigentlich gerade. Da ist er doch. Mann, ey. Dann stirb endlich. Fast 400 Schaden pro Treffer. Das war ich mit meiner Sniper Rifle ja gerade mal. Und diese, und das mit meinem Combat Rifle und das mit einer Geschwindigkeit, die ist ganz beachtlich, würde ich sagen. Überhaupt nicht. Also 392 mache ich da pro. Die Giftdinger gehen am schwierigsten down. Berserker Klassenmod. Eine neue Pistole, die macht mehr Schaden. Oh, er hat ein übelst kleines Magazin. Transfusionsgranate, will die jemand haben? Granatenmod? Nee. Nehme ich's mit. Behalt deinen Dreck. Kannst du alleine nehmen. Mir fällt gerade so ein, ich hätte vielleicht auch mal die Alienwaffe ein bisschen einsetzen können. Hättest du. Aber ich laufe bei der immer langsam. Ich laufe bei der immer noch langsamer. Das wollte ich mal vergleichen. Wenn ich die in der Hand halte, laufe ich langsamer als ihr. Haben wir schon alles? Ja. Zurück nach New Haven oder erstmal die anderen Quests alle machen? Wenn wir hier noch welche haben, würde ich erstmal hier noch welche machen. Ne, wir können die hier abgeben, stimmt. Ja, genau. Guck mal, ein Skittit. Der war tot.
Und was mir auch gefällt, bei Borderlands 2 kann man mit rüber fahren Geld einsammeln. Bomben. Ah, sorry. Nicht so schlimm. Bomben. Guck mal, noch einer. Okay, ein harter Gift. Und noch ein Explosions. Und eine grüne Combat Rifle war da. Hat die gerade eine Granate geworfen? Kann sein. Wie habt ihr aus dem Auto eine Granate rausgeworfen? Nee, ich hab den Raketenwerfer abgeschossen. Aber da waren schon Fusion Variante. Der ist so lange geflogen. Achso, eine Transfusion? Vielleicht vom Gegner? Komisch. Zumindest hat es angehört wie eine Transfusion. Yay! Abgeben! Wir haben gerade noch ein Middle of Nowhere, ein kleiner gefallen. Genau. Spider-Ran. Ich hab gerade noch eine Klassenmod gefunden, kann ich die mal schnell angucken? Ja, mach doch. Spider-Ran können wir auch so überfahren. Marco, kannst du mal? Mist, ich kann ja jetzt in den Rucksack reingucken. Eins. Kacke. Zwei. Drei. Ups. Oh. Hier, da ist noch ein Knallhopper. 5. Ich schubst dich drauf, ja. Wer sammelt den ganzen Spaß ein? Ich bin da schon dabei. Wir sind ja auch gerade welche am Aussteigen, wie ich das gerade richtig gehört habe. 137, 30 Dollar und die war vorhin hast du gesehen. Weil wie viel Geld wir kriegen, das sehe ich auch von alleine. Aber das. Ui, ein Classmod plus 16% Team zusätzliche Erfahrung. Ja, dann leveln wir aber noch schneller, willst du es wirklich benutzen? Nee, ich einfach nur verkaufen. Was? Da bist du mal ganz schnell Level 30 plötzlich und bist überall 5 Level drüber über jeder Quest, die du kriegst. Okay. Das ist aber elendig langweilig, weil du keine Herausforderung mehr hast. Das gefällt mir in Borderlands 2 besser, das ist deutlich schwieriger. Du kannst nicht einfach 10 Level drüber sein und dann geht alles gut. Der 2 Berserker Classmod hat immer Level 11 und immer Level 20. Wir müssen jetzt wirklich mit Helena Pierce sprechen. Hm? Wir müssen mal kurz nach New Haven zurück. Kannst du da oben reiten? Ja. Moment. Die nehme ich aber noch an, die Mission. Die können wir dann machen. Oh. Na, können wir nicht erstmal hier bleiben? 24 ist. Wollen wir nicht erstmal. Das ist, ich glaube, die letzte, die wir in New Haven jetzt direkt machen. Danach können wir erstmal. Na. Entschuldigung. Ihr habt sonst nichts zu tun, oder? Nee. Hab ich sonst nicht. Nee. Yum, 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 yum. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich heute richtig schlecht spiele. Ach. Nicht mehr als sonst. Danke. Okay.